Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Immer noch am Monster klatschen. Hoffen nur, dass wir noch ein bisschen Schießpulver bekommen. Es dürfte aber auch bald wieder Tag werden, wenn mich alles täuscht. Oh, Massenversammlung. Seit wann hauen die gegenseitig ab, wenn einer explodieren will? Das ist neu. Wow. Arschkopf. Alter. Holen die die krasse Rüstung her? Und getroppt hat er nicht. Na, klasse. Okay, dann machen wir erstmal diesen kleinen Krater wieder weg. Oh, Kügelchen. So. Nimmt der Creeper unseren Vorgarten als Testgelände, das geht ja noch vorne. So. Oh, da hinten haben wir noch einen. Den schnappen wir uns. 12-mal Schießpulver haben wir schon. Das ist gar nicht mehr so ungeil. Der sieht uns nicht, der sieht uns nicht. Hab dich. Hehehe. Du bist. Oh, tot ist er. Gut. Haben wir denn hier noch irgendwo ein paar rumrennen oder war es das? Scheint es wohl gewesen zu sein. Und wir müssen schon wieder was snacken. Oh, wir haben nichts mehr. Gut, läuft bei uns. Wir müssen demnächst unsere kleine Kuhherde wieder füttern. Ah, snacken wir mal ein paar Melonen hier. Schauen wir mal. Ja, das kann sich doch schon sehen lassen hier. Vom Sand wird es wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Da müssen wir dann nochmal Sand holen. Eventuell. So, wie war das? War das dort einmal, dann dort, dort und dort und dort? Und der Rest war, glaube ich, Sand, oder? Oder war das andersrum? Ich habe keine Ahnung. Nein, das war richtig. Wunderbar. Jo. Wir brauchen definitiv noch etwas Sand. Huch. So. Bisschen Kladderadatschi reinräumen, aber... Ist so gut wie kein Platz mehr. Gut. Holen wir nochmal schnell Sand und dann machen wir nochmal unseren geschulten Hobbystrenger. So. Krabbeln wir mal hier oben ein bisschen Sand ab. Dürfte jetzt auch schon reichen, wenn mich alles täuscht. Ja, könnt ihr hinkommen. Jetzt haben wir schon wieder zu viel Sand, aber das ist ja gar nicht mal so schlimm. Hier hat sich ein Creeper verewigt. Auch nochmal dicht machen. So. Und ab in die Hütte. So. Das war, glaube ich, so, dann so, dann so, dann so und dann so. Und wir haben nur noch einmal Sprengpulver, na, klasse. Okay, dreimal.
Hätte schon ein bisschen mehr sein können, aber naja. Man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? So. Hauen wir das erstmal hier rein und das und das und das und das. So ein bisschen Kladderadatsch hier rein. Wow. Das war's dann wohl schon hier mit Platz. Naja. Die zwei Enderperlen noch schnell hoch. Gucken wir mal, wie viel wir haben. Wow. 7 Stück. Das ist gar nicht mehr so ungeil. Feuerzeug brauchen wir. Wo ist es? Das hat man doch hier reingeschmissen. Ah, hier haben wir es. So, 3 Sprengungen. 3 gezielte müssen es sein. Gucken wir mal, was wir jetzt noch ein bisschen wegkriegen. Ich würde sagen, setzen wir ihn mal hier rein. Dann können die hinhauen. Probieren wir mal. Bam! Ist das jetzt zu niedrig? Ah, wir haben doch gar keine Spitzhacke mehr. Nee, warte mal. 1, 2 und 1, 2. Nee, das passt. Wunderbar, wunderbar. Ach ja, eine Spitzhacke hätten wir uns bauen müssen. Naja. Dum-di-dum-di-dum-di-du. Bam. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Au. Okay, noch eins weiter rein. Da. Und jetzt zack. Und abhauen. Yo! Also wenn das jetzt nicht gut war, wäsche ich weiter. Oh, hier sollte man eigentlich... Aber machen wir nur so. Das geht auch. Genau, das ist ja hier die Ebene. Also dieser Verzerrungseffekt von dem Schilder, der gefällt mir gerade nicht ganz. Aber wir müssen ja den Schilder eh gleich wieder ausmachen, da wir nochmal in die Höhle gehen. Da machen wir hier doch nochmal ein bisschen frisch am Bau und schieben es dann auf irgendwelche Leute, die wir dann nochmal hier einladen. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kühe müssen wir noch füttern. Stimmt. Schweine und Hühner. Unsere Herde muss wachsen. Wachsen und gedeihen. Einfach zu wenig Tiere. Wir können so nicht überleben. Ah, ganz ehrlich, Leute, ich mache jetzt gleich schon mal den Schäder weg. Also, das nervt gerade doch etwas. So, lass mal ohne Schäder. Wir brauchen noch eine Hacke. Ach, machen wir uns hier klein aus Stein, hä? Brauchen wir auch nicht so oft, ne? So. Und schon mal wieder nachpflanzen. Irgendwas stimmt mit den Kühen nicht. Die scheinen etwas unberuhigt zu sein. Die wollen immer zu mir. Oder die haben mich so sehr vermisst. Das kann auch sein.
sind auf jeden Fall glückliche Kühe. Sie leben in der Herde, an der frischen Luft, haben genug Auslauf. Also besser kann es ja gar nicht gehen. Das nennt man, glaube ich, dann auch artgerechte Haltung. So. Das hätten wir. Machen wir mal zu. Und jetzt hier nochmal. Zack. Die brauchen wir jetzt nicht. Erstmal schnell was snacken. So, und jetzt pflanzen wir noch mal ein bisschen Möhren. Das hätten wir. Nehmen wir auch gleich noch mal was mit. Kann ja nicht schaden. Hier vielleicht auch. Ah, hier müssen wir mal Seerosenblätter hinsetzen. Ja. Ach, war das Falsche. So haut es wohl eher hin. Da und da noch. So. Und schon kann der Garten wieder seine Arbeit machen. So. Dann füttern wir mal unsere kleine Kuhherde. Wir haben auf jeden Fall glückliche Kühe, wie ihr seht. Die gucken uns alle mit lieben Äuglein an. Hier gibt es artgerechte Haltung. Die müssen glücklich sein, anders geht's gar nicht. Wir füttern die Tiere auch sehr gut. So. Weiter kommen wir nicht ran. Ich traue mich nicht ins Gehege. Die sind gerade etwas wild. Liegt wohl an dem Weizen. So. Den Tieren geht es auf jeden Fall gut, wie ihr seht. Selbst die Kleinkühe gucken uns schon an. Ne? Also, wenn das keine artgerechte Haltung ist mit Freilandkühen, dann weiß ich die weiter. Oh, jetzt kommen die Schweinchen dran. Macht Ferkeleien los. Ferkelt, was das Zeug hält. Ja. Das war's. Jetzt kommen die Hühner dran. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht in den nächsten paar Folgen dann mal ein bisschen was schlachten. Weil das sind ja alles Schlachtkühe, Schlachthühner und Schlachtschweine. Wir haben unsere glücklichen Hühner. Wir kümmern uns gut um unsere Tiere hier. Ja, das war's schon. Gut. Den Tieren geht's definitiv gut. Hier haben wir die kleinen Kälbchen. Die frisch aus dem Zaun gucken. So. Gucken wir mal, dass wir uns noch ein bisschen was zu essen. Kraft basteln, backen. Ne, Kraft backen, genau. Backen können wir ja hier nicht. Das wird wohl nicht ganz reichen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Na, ah, hier haben wir noch ein bisschen was. Okay. 11 Brote. Das ist nicht gerade viel. Und vielleicht hier draußen noch was. Da haben wir nur noch einmal. Da haben wir schon mal zwei. Haben wir hier vielleicht noch. Oh, Schein. Wunderbar. Machen wir uns noch ein paar Brote. Oh, 27 Brote haben wir.
ist mit dem los? Oh, hier haben wir auch noch Fleisch. Ach, geil. Dann nehmen wir uns das Fleisch. Haut erstmal hier Kladderadatsch in die Truhe. Weil Platzgründe und so, ne? Alter, die Stickies hat man gebrauchen können. Die nehmen wir nochmal. Dann nehmen wir uns das Fleisch. Dann hauen wir das rein und das. Jo. Das sieht doch schon mal gut aus. Alles voll. Ne, doch noch nicht. Zack. Haben wir das Brot rein. So, wir haben 2 Schafen, eine Axt, ein Schwert. Das Schwert könnten wir ja nochmal reparieren. Aber da brauchen wir erstmal Eisen. Hier hat man doch Eisen drin gehabt. Eigentlich. Dann wohl hier. Ja, aber das wird nicht reichen. Na, klasse. Okay. Da müssen wir nochmal hochgehen. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. So Leute, das war's. Erstmal wieder. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich doch mit dem Daumen, Abo oder alles, ne? Also Daumen, Kommentar, Abo oder alles. Ihr wisst ja Bescheid. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.